extrem komfortabel. Technisch auf dem neuesten Stand. Ja, andere machen eine Kreuzfahrt, wir nehmen das Bus. Bierkurve sagt mir etwas, aber das Bierkurve weiss ich leider nicht. Ja, ich habe ihn auch schon ein paar Mal gesehen. Ich habe das Gefühl, als ich noch jung war, 12, 13, habe ich den auch schon zwei, drei Mal gesehen. Das. Älter als du? Das bestimmt, denke ich. So um die 40 Jahre. Er ist 30-jährig. Noch nie gesehen, aber er sieht sehr cool aus, ja. Sieht super aus. Also ich würde es sympathisch finden, wenn ich auf der Autobahn so ein Büsschen gesehen würde. Sicher lustig hier drin. Würdest du mit so einem Büsschen mitfahren? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, da geht es noch recht ab und zu. Will. Will fahre ich nicht. Das kann sich auch jeder leisten, der kein Hotdog hat. Und was bist du nicht gerne dort rumstehen? Ja. Ich auch, dass sich genug Leute gefunden haben. Am Dienstag, wo der Nachmittag frei haben, frei können nehmen, frei machen, ja. Aber wir sind also auch schon irgendwie an einem Montag auf Genf gefahren. Nur etwa 60 Leute. Aber wir haben mit den Lausanner abgemacht. Und haben die jetzt Lausanne abgeholt und sind dann mit dem Bus voll auf Genf gefahren. Und dann die wieder auf Lausanne zurück tun. Es ist laut, es ist langsam, bis jetzt immer sicher. Den habe ich halt irgendwo mal entdeckt bei einem Bekannten und gefunden, das wär super als Auswärtsreise-Büssli und habe den können, ergattern. Ja. Man sieht, er hat Sicherheitsgurte für 17 Leute sind zugelassen. Er hat für alle zusammen Sicherheitsgurte. Ich habe die vor vielleicht etwa 10 Jahren müssen reinmachen. Er hat quasi kein Rost, das Auto. Das ist eigentlich das einzige Problem bei so einem alten Renault. Ja. Ich meine, man sieht schon da und dort, aber das Wesentliche, er hat kein Rost. Das ist so ein Glücks, das ist so ein Glücksfall. Ja, also auch der Bus hat quasi irgendwie ein Biss war. Ja, was? Weil die Leute ja irgendwie viel Getränk konsumieren, müssen sie total viel aufs WC. Ab und zu kommt man in Stress und vor allem irgendwie vergisst den einen oder den anderen. Und so notfallmässig hat es auch irgendwie eine Seichflasche. Ich glaube, sie wird sehr selten benutzt. Die Leute genieren sich ja dann gleich, oder? Also ich meine, dass man rauchen kann, ist natürlich schon ein Wettbewerbsvorteil. Aber ich glaube, das ist nicht das, dass die Leute mit dem fahren wollen. Sondern es ist irgendwie einfach gute Stimmung.
Es hat auch schon ganz komische Kleber außen am Auto gehabt. So Hansa Rostock oder so. Da war mal einer drauf gewesen. Der ist natürlich blitzartig wieder weggegangen. Und dann so Schäle, die man halt getäuschelt hat. Gibt es auch Schäle, die du nie aufhängen würdest? Ja, klar. GC. GC wäre, glaube ich, sehr schwierig, ja. Du machst einfach dein Ding für die Fans. Ich muss ja jetzt schon da die ganze Zeit schnurren. Das ist nicht mein, das ist nicht meine Kernkompetenz reden. Und ich meine, wenn jemand auf mich zukommt und etwas wissen will und so, dann ist das okay. Ich mache dem sicher nicht aus dem Weg. Wenn ich etwas brauche oder Ideen habe, dann würde ich das auch portieren. Aber mich da müssen in Dunstkreise bewegen, das ist nicht mein Ding. Ich mache einfach, was ich für gut finde. Ja, das ist es. Und ich habe hier meinen Kinospiegel. In meinem Rückspiegel sehe ich alle zusammen, die da hinhocken. Ich kann da mindestens mit einem halben Auge voll teilnehmen hier rein. Ja, aber wo das angefangen hat, war es einfach so gewesen, es hat gar nicht so viele Interessenten gehabt, außer mir in diesem Büsschen. Und dann ist man halt am Match gefahren. Und hat natürlich auch seinen Lifestyle so ein bisschen durchgehen, oder? Also mit dem, was man halt gerne hat. Was ist der Uli? Oder was ist speziell am Uli? Jetzt ganz ehrlich gesagt, so lange mit so vielen Idioten quer durch die Schweiz zu fahren, das ist eine riesen Leistung. Mich eingeschlossen mit Idioten. Du stehst abseits, du Wichser. Rühlen im Abseits, du riesen Wichser. Und wenn du nicht glauben kannst, dann schau mal zu, was ist denn? Dann hältst du Fan in die Luft, soll man sagen, was das heisst. Ich komme alle Match tiptop mit über, weiss nachher noch alles. Ich trinke keinen Alkohol. Okay, jetzt kommt schon das Zweite, während ich anstehe, zum Seichen. Zum Glück ist der Bierstand nicht weit weg. Ich nehme gerade noch eins mit auf dem Vorbeiweg. F für die Jungs schreien, F für Fußball, C für den Club, rot-weißes Blutmann, B für Winterthur, Fuß in die Luft, come on. FCB ist der blutende Club. F für die Jungs schreien, F für Fußball, C für den Club, rot-weißes Blutmann, B für Winterthur, Fuß in die Luft, come on. FCB ist der blutende Club. Ja, es ist nur eine gute Stimmung, heute wird der Gegner vorgeführt. Zum Glück kennt die alle Schnecken an den Holzfüßen. Würden anstatt Schutten lieber das Kino besuchen, zielen aufs Goal und treffen Sirupkurven. Das ist Integration, Fans und Mannschaft. Zusammen sind wir stark, so bleiben wir am Ball. Profimässig engagiert wird der Ball gespielt. Ich verschricke vom Pfiff. Aha, jetzt ist Halbzeit. Kommt jetzt Vergnügen? Jetzt kommt es. Ja, klar. Thank you.
Kannst du das Interview machen? Ja, willst du jetzt mit dem Bus heim? Oder mit dem Bierbüsli? Nein, ich muss mich gut holen. Sonst trinke ich jetzt viel Bier. Merci. It's the best song in the world. Look into my eyes and it's easy to see. One and one make two, two and one make three. It was destiny. Once every 100,000 years or so, when the sun does shine and the moon does glow and the grass does grow. Fahrt man besser heim, wenn man gut hat. Ja klar, aber in die Gesellschaft hinein, wenn sie die Mannschaft nicht kampieren, dann wehren sie sich selber. What have I become, my sweetest friend? Was muss passieren, dass du nicht mehr baust? Ja, aber also einerseits, so blöd wäre, wenn so das Interesse das einfach keine Interessenten mehr hat. Oder richtig blöd ist, wenn es Leute, die mir nicht passen, wo ich keine Lust habe, zum rumzuschaffieren. Aber ich habe ja da immer irgendwie so friedlich, fröhlich aufrufen dabei, wo mir passt. Ja. I would find a way.